Eines Tages bin ich rausgegangen und ich habe mein Handy laden gelassen. Als ich wieder zurückgekommen bin, ging mein Handy nicht mehr an. Ja, mein Handy war kaputt und ich musste es zu einem Reparateur bringen. Und er sagte, dass ich es einen Tag da lassen muss, damit er es repariert. Und ich habe ihm vertraut. Ich meine, hey, er hat einen Bart und ich mag Bärte. Warum habe ich keinen Bart? Vielleicht, weil ich minderjährig bin. Warum rede ich mit mir selbst? Vielleicht, weil ich minderjährig bin. Ach egal, zurück zum Thema. Ich habe es da gelassen. Am nächsten Tag bin ich wieder zurückgekommen. Und hey, er hat mein Handy repariert. Ich bin nach Hause gegangen. Und als ich YouTube geschaltet habe, hörte ich nichts. Nicht, weil ich taub war oder so. Nein, die Audio war kaputt. Ich bin wieder zurückgegangen. Hab mich beschwert, er sagte, dass es vielleicht ich war. Ich meine, hey, warum denn nicht? Ich schicke mein Handy zu einem Reparateur. Er repariert es wieder. Und ja, ich gehe nach Hause, mach's schnell kaputt und ja, komm wieder zurück. Ich meine, wer kennt's nicht? Und dann komme ich wieder zurück, damit er es wieder reparieren kann. Ich meine, warum denn nicht? Er sagte auch, dass er es vielleicht, aber nur vielleicht, beim Rumschrauben wie ein Dummkopf, er es selbst kaputt gemacht hat. Und das habe ich am meisten vermutet. Ich habe es wieder da gelassen für einen Tag. Am nächsten Tag hat er es immer noch nicht repariert. Und ich musste trotzdem bezahlen. Aber hey, ich bin glücklich. Weißt du warum? Weil ich jetzt ein neues, besseres Handy habe. Und ich hasse dich. Ich hasse jetzt jeden bärtigen Typen. Nee, Spaß, ich mag Bärte immer noch. Weißt du was? Ich habe die Kraft. Ich mache mir selbst jetzt einen Bart. Gut, das gefällt euch sicher.